Schönen guten Tag, lieber Ernst Berger. Das habe ich mir jetzt fast gedacht, weil irgendwie ist doch eine sehr große Ähnlichkeit vorhanden. Hallo? Ja, sieht man die. Ja, die sieht man. Ja, lieber Ernst Berger, schön, dass auch Sie bei uns auf dem Gesundheitstag sind. Deswegen die erste Frage, die Initiative Erster Barzodener Gesundheitstag, wie war das für Sie? Ja, das war eine interessante Erfahrung, die ich euch zu verdanken habe. Ne? Ganz klare Sache. Und mir gefällt das hier und ich glaube, ich werde da wieder mitmachen. Welche Menschen kommen denn zu Ihnen? Eigentlich alle. Das ist gut. Alle, die ein Problem haben. So die Altersklasse ist schwerpunktmäßig zwischen 30 und 80. Okay, und mal so kurz, knapp, knackig, eine Behandlungsmethode. Können Sie das so umreißen? Ja, das Wesentliche ist, ich mache die Leute weicher und leichtgängiger. Damit der Körper wieder freier wird und funktionsfähiger wird und leistungsfähiger wird. Und damit entsteht Gesundheit und Wohlbefinden, auch bei Schmerzen. Und gibt es da verschiedene Behandlungsschritte? Ja, natürlich, klar. Je nachdem, was einer hat, muss ich das auswählen. Es gibt keinen Standard bei mir. Okay, ja, Standard, das ist natürlich das Thema. Ja, deswegen, jetzt bedanke ich mich erstmal und für nächstes Jahr, 2. Barzodener Gesundheitstag, wollen Sie da wieder mit dabei sein? Bin dabei. Das freut uns. Herzlichen Dank, lieber Ernst Berger. Danke.